Um Änderungen an den Lohndaten vorzunehmen, gehen wir unter Lohn, Personalstamm auf der Fassungsmaske vom jeweiligen Mitarbeiter. Um den Beschäftigungsgrad zu ändern, gehen wir in diesem Fenster unter erweiterten Personaldaten auf Neugültigkeit und geben das Datum ein, ab wann die Änderungen gültig sein sollten. Wir tragen den neuen Beschäftigungsgrad ein und speichern. Es kommt die Frage, ob die Zollzeiten für den Mitarbeiter angepasst werden sollen, was man normalerweise mit Ja beantworten kann. Der Lohn kann im Reiter Lohndaten angepasst werden. Aber da einfach nur für den jeweilig ausgewählten Mitarbeiter, nicht für alle. Einfach im Feld drin Änderungen vornehmen, auf Speichern drücken und bestätigen. Wenn man den Lohn global ändern will, finden wir unter Fenster den Button Lohndaten über alle Mitarbeiter. Es öffnet sich eine Tabelle mit allen Mitarbeitern. Mit dem Button Wert über alle ändern öffnet sich ein Fenster, in dem man auswählen kann, auf welche Art der Lohn geändert wird. Hier beispielsweise eine 3%ige Erhöhung. Schlussendlich wieder nicht vergessen zum Speichern. Um zu schauen, ob die Änderungen vorgenommen worden sind, gehen wir in der Fassungsmaske von einem Mitarbeiter. Wie wir sehen, ist der aktualisierte Lohn schon angezeigt.